Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um die berühmte Stacey-Matrix. Aber bevor ich das euch erzähle, was da zu erzählen ist, unten den Kanal abonnieren. Also, Stacey-Matrix. Es ist ja eigentlich eine Absurdität, dass wir immer noch über die Stacey-Matrix sprechen. Ich erzähle euch mal, wie der Ken Schwaber das gemacht hat. Ken Schwaber vor 20 Jahren, na stimmt nicht, vor 18 Jahren, als der das sich ausgedacht hat, das ist noch jünger, 16 Jahre, ne? Also 2003 hat er uns das erzählt. Die Grundidee war, er wollte uns einfach nur erklären, dass es sowas wie Komplexität gibt und dass man Komplexität nicht gescheit managen kann. Und da gibt's so eine Grafik, die wird immer wieder hergezogen, die benutzt jeder. Das hat er einfach nur versucht zu erklären und damals war es ja wirklich so, nochmal, 90er Jahre, da kommen die ja alle her, klassische Projektentwicklung, klassische Produktentwicklung im Softwareentwicklungsbereich. Das sind die beiden Faktoren, denen man sich immer wieder unterordnen muss. Naja, es sind Anforderungen da, es gibt Anforderungen. Anforderungen. Na, und denen gegenüber gibt es Technologie. Na, wir reden ja von Software. Also da geht es wohl darum, technologisch irgendwas zu machen. Ein neues Framework, eine neue Programmiersprache, eine neue Datenbank, eine neue Server etc. pp. Und dann gibt es tatsächlich den Fall, damals schon, auch wie heute, aber damals gab es natürlich den Fall zu sagen, es gibt Projekte, in denen sind die Anforderungen bekannt, weil das hat man schon 10-mal gemacht. Und das ist ja häufig so. Also bei ganz vielen Projekten macht man nichts anderes als das letzte Mal mit einem ganz kleinen Twist dran. Also ich war mal bei einer großen Firma, da gab es dann unter anderem Kollegen, die haben ganz viele Erfahrungen aus dem Telefonbereich, also so Telekom-Umfeld. Also nicht, dass er bei der Telekom war, ich sage nur diese Art von Branche, Telekommunikation. Und der hat erzählt, wir haben eigentlich jedes Jahr dasselbe Art von Telefon gebaut, beziehungsweise Infrastrukturprojekte gemacht. Da wurde dasselbe Dokument genommen und dann wurden zwei Sachen verändert. Also in so einem Umfeld kann man sagen, man hat relativ einfache oder stabile Anforderungen. Wenn ich in einem großen Laden bin oder in einer Art von Technologieumfeld, das sich nicht großartig ändert, und das war in den 90er Jahren so, also wir haben COBOL programmiert und die haben sich nicht verändert 10 Jahre lang, dann war die Technologie auch relativ klar. Also die Leute, die dort gearbeitet haben, haben genau gewusst, was auf sie zukommt. Diese Art von Projekte, sagte der Ken, die kann man einfach nennen. Oder simpel. In der Sekunde, in der es in diesen beiden Dimensionen jetzt eine Veränderung gibt, also in der Sekunde, wo ich sage, es ist eine komplette Technologie, die habe ich noch nicht so im Griff. Also hier ist sie bekannt. Und hier ist sie unbekannt. In der Sekunde, wo ich in eine Technologie übergehe, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne, also so ungefähr die Zeit um 2000 herum, wo die Leute anfingen, sich mit dem Internet zu beschäftigen, hatten die plötzlich das Problem, dass sie gar nicht wissen, wie das geht. Also unbekannte Technologie. Ja, überlegt mal, wie wenig Leute damals einen Apache-Server gekannt haben. Das ist heute gar kein Problem mehr. Also sie wussten einfach nicht, wie das geht. Und es könnte aber auch so sein, dass ich in meinem bekannten Umfeld bleibe, aber sich die Anforderungen ändern. Also plötzlich will ich neue Dinge machen, die vorher noch keiner gemacht hat. Also ändere ich ja die Anforderungen. Und dann gibt es Leute, die zeichnen das halt dann so, weil es einfacher ist, anstatt es so zu zeichnen, wie ich es jetzt gemacht habe, die machen einfach so. Ist ja egal, kann ich ja machen. Es wird halt einfacher gezeichnet. Aber in diesem Umfeld hier werde ich es wahrscheinlich mit komplizierten Projekten zu tun haben. Weil ich ein bisschen was planen muss, ich muss mir ein bisschen mehr überlegen, etc. Also diese Umfelder hier, die nennen wir jetzt kompliziert. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwann mal ein Projekt, ich habe sowas schon erlebt, das ist echt von der Technologie her komplett unbekannt, hat noch nie einer gemacht.
Mondlandung zum Beispiel. Und die Anforderungen sind auch vollkommen absurd. Also ständig irgendwie wechselt da einer. Ja? Weil zum Beispiel immer wieder neue Leute dazukommen, die auch noch was dazu zu erzählen haben. Das heißt, ich bin in einem unbekannten Umfeld, was die Anforderungen und ich bin in einem unbekannten Umfeld, was die Technologie betreut. Was soll man denn da planen, Leute? Da weiß, also ich meine, das ist wirklich schwierig jetzt. Das nennt man chaotisch. Chaos. Chaos kann man nicht planen. Also Chaos ist Chaos. Innerhalb dieses Spektrums zwischen kompliziert und völliger Chaotik, da könnte man jetzt sagen, da könnte was passieren. Das ist interessant. Das ist ein interessantes Feld. Das ist noch nicht völlig definiert. Das nennen wir jetzt ab sofort komplex. Das sind die komplexen Systeme oder die komplexen Projekte. Und jetzt hat jetzt hat Komplexität eine ganz faszinierende Eigenschaft. Wenn ich ein komplexes System einkastel, also wirklich ein System draus mache und die Randbedingungen innerhalb dieses Systems fixiere, also ich ändere die Randbedingungen nicht, dann wird innerhalb dieses Systems es sich selbst organisieren. Simple Systemtheorie. Ich muss also offensichtlich hier mein Projekt, das sich hier befindet, und wahrscheinlich ist mein Projekt hier, irgendwelche Randbedingungen festlegen oder festhalten. Ja, lasst uns das machen. Die Randbedingungen nehme ich jetzt einfach mal fest und sage, okay, dann halte ich die Technologie fest. Und ich halte die Anforderungen fest. Das ist meine Linie, noch eine Linie. Noch eine Linie, noch eine Linie. Und oh Wunder, ich habe eine Box. Das ist ein kleiner Gag, weil jetzt habe ich eine Box und in Scrum reden wir immer von Timebox. Und die Timebox nennt sich Sprint. Und im Sprintplanning 1 halte ich ja die Anforderungen fest, Sprintplanning 1. Und im Sprintplanning 2 überlege ich mir die Technologie, die ich brauche, um die Anforderungen bis zum Ende zu liefern. Also das hier ist B und das ist A. Und schon habe ich mein komplexes System eingekastelt und kann innerhalb des Systems, also innerhalb dieser Rahmenbedingungen, mein Team sich so organisieren lassen, dass die zu dem Ergebnis kommen. Auf was ich nur aufpassen muss, ist, dass ich die tatsächlich innerhalb dieses Sprints, innerhalb dieser Timebox nicht ausbüchsen lasse. Heißt, ich darf keine neuen Anforderungen zulassen. Also Product Owner darf nicht mehr reinkommen und sagen, ich habe noch eine Idee. Oder der Kunde hat sich noch was einfallen lassen. Ich darf aber auch nicht den Entwicklern erlauben, wir könnten das ganz anders machen. Wir müssten, wenn wir jetzt noch einen anderen Framework könnten oder eine neue Technologie oder ich könnte mal im Internet nachschauen oder ich kann mal einen anrufen, es wäre nett, wenn wir da nochmal was ausprobieren könnten. Dann geht er ja, Dieter, macht er die Technologie wieder auf. Und da werde ich nicht fertig. Also muss ich diese Timebox hier einhalten, Sprint. Und diese beiden Bedingungen, also die Anforderung und die Technologie, konstant lassen. Wenn ich das mache, dann und nur dann funktioniert ein Sprint korrekt. Das war die Stacey-Matrix ein wenig erklärt und gleichzeitig erzeugt, wie ihr damit gute Sprints zum Laufen bringt, nämlich schützt euer System, schützt euer Team, kapselt es ein. Und wenn ihr das macht, dann gelingt das auch mit der Selbstorganisation des Teams. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ach ja, und Kommentare unten rein in die Notes. Bis dann.